Und jetzt denjenigen, den wir alle schätzen und manche von ihnen lieben ihn sogar. Es ist ja so, dass er ungern gelobt wird, aber ich habe mir sagen lassen, jeder Mensch findet in einer tiefen Nische seines Wesens ein wenig Eitelkeit. Deswegen mit einem ganz großen Applaus an Thomas Gebauer. Ja, vielen Dank. Also ich hätte euch jetzt noch länger zuhören wollen und können. Das war großartig. Ich finde es schade, dass wir jetzt das unterbrechen. Jetzt muss ich auch noch ein Resümee sprechen. Darf es oder soll es? Und das ist natürlich kaum möglich. Wir haben heute so viele wunderbare Debatten gehabt, vielschichtige Debatten, so viele interessante Infos und Ideen gehört, dass es, glaube ich, vermessen wäre, es zu sagen, wir haben die Möglichkeit, ein schönes Resümee zu finden. Aber es sind bestimmte Grundzüge diskutiert worden. Die Idee war ja so etwas wie Visionen einer anderen Globalität zu debattieren. Die haben wir jetzt sicher nicht als solche erarbeitet. Aber wir haben bestimmte Grundzüge gesehen, bestimmte Ideen, die vielleicht wichtig sind. Und selbst im Zustand einer Welt, die vom Riesenmodus getragen wird, von multiplen Kollapsen, von Zerstörungen, wird es wahrscheinlich auch darum gehen, am Ende zu überlegen, wie man in einer vielleicht zerstörten Welt miteinander lebt. Also welche Formen von Gemeinschaftlichkeit dann existieren. Ist es dann wieder eine ungerechte Welt? Oder ist es eine, wo Kommunitäres auftaucht, wo man gemeinschaftlich auch etwas tun kann? Also ihr habt ja ein sehr negatives Bild gezeichnet, dass es fast nicht möglich ist, diesen Zerstörungsprozess aufrechtzuerhalten. Ich würde trotzdem sagen, wir sollten alles tun, um es zu tun. Aber selbst wenn, geht es ja darum, dann noch Formen zu finden, wie man gemeinschaftlich leben kann. Also das ist, glaube ich, erstmal wichtig zu sagen. Ich habe zuallererst natürlich den Vortragenden, den Panelistinnen und den Moderatorinnen zu danken. Ihr habt es wunderbar gemacht und die Tatsache, dass wir noch immer hier alle zusammensitzen und euch aufmerksam zugehört haben, glaube ich, macht deutlich, wie hoch die Qualität der Beiträge gewesen ist. Also ganz herzlichen Dank erstmal an euch alle. Für mich war wichtig, dass wir deutlich gemacht haben, dass die Alternative nach wie vor in einer Globalität liegt. Also nicht jetzt in die Falle der Deglobalisierung zu laufen und deutlich zu machen, dass das Zusammenrücken der Welt das Problem ist, sondern der Zustand, der Art von Gesellschaft, Vergesellschaftung, die in der Welt stattgefunden hat. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Ausgangspunkt zu sagen, wir müssen uns und können uns Gedanken machen, wie wir das auf andere Weise über die Grenzen hinweg organisieren. Die Möglichkeiten der Mobilität denkend, die Möglichkeiten auch des zukünftigen Denkens, man würde ja das völlig recht, es ist alles in Bewegung und es wird immer auch notwendig sein, an zukünftige Gesellschaften zu denken, wie sie dann zusammengesetzt sein könnten. Uli hat das sehr stark am Anfang gemacht, dass es sowas wie eine selektive Deglobalisierung gibt, die mit Sicherheit nicht das ist, was jetzt das Problem in der Welt lösen wird, ganz sicher nicht. Und die Frage der Zugänge zu Rohstofflieferketten zum Beispiel wird immer ein globales Bleiben. Das ist am Vortrag von Katrin Hartmann noch deutlich geworden. Alles, was wir an der Stelle diskutieren, ist, glaube ich, immer die Frage, sich Gedanken zu machen, wie Globalität anders als in der bestehenden Form organisiert werden kann. Für mich ist das ein wichtiger Ausgangspunkt, weil man könnte auch in die Falle eben derjenigen laufen, die jetzt die Renaissance des Nationalen vorantreiben und sagen, die Lösung liegt darin, dass wir uns verabschieden, die Grenzen dicht machen und so tun, als gäbe es keinen Klimawandel und ihn schlicht leugnen. Das schafft aber auch eine große Aufgabe für eben eine kritische Gesellschaftstheorie, nämlich wie diese Art von Globalität dann neu gefasst werden kann, wie sie diskutiert werden kann, wie sie gestaltet werden kann, jenseits von einfach
der Durchsetzung einer ökonomischen Strategie, die das eine Ziel hat, nämlich profitable Kapitalverwertung. Das ist der Zustand, den wir jetzt haben. Der ist weit vorangeschritten und der produziert diese Krisen im permanenten Modus. Uli Brandt hat es sehr deutlich gemacht. Und das ist mit Sicherheit so etwas wie eine negative Universalität, die wir an der Stelle sehen. In vielen Punkten lässt sich das deutlich machen. Manche sind genannt worden, also die Frage zum Beispiel der Art von dem Konsum von industriell gefertigten Nahrungsmitteln zum Beispiel oder die Verdummung durch eine Kulturindustrie, die ja inzwischen weltweit auch die gleichen Soap-Operas produziert, manchmal mit Abstrichen, aber wo auch so Annäherungen möglich stattfinden. Der Verweis auf die sich immer weiter ähnelnden Sicherheitsapparate in allen Teilen der Welt, egal ob im Süden oder im Norden, sind Apparate, die alle gleichermaßen konstruiert sind. Oder denken wir nur an das Diktum von betriebswirtschaftlichen Grundannahmen, die weltweit propagiert werden und dann über Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die manchmal auch ihren Sitz im Süden haben, dann weltweit durchgesetzt. Da können wir bei Medico zum Beispiel einige schöne Geschichten erzählen, was jetzt zu weit führen würde. Also diese Art von Globalisierung ist Realität. Sie hat was zu tun mit einer Kolonisierung von Lebenswelten, wie das Habermas gesagt hat, durch ökonomische Macht, durch Verwaltungsmacht. Und das ist etwas, mit dem wir uns immer noch auseinandersetzen müssen. Ja, aber was tun? Wie können wir das tun? Und da kamen sehr viele gute und wichtige Ideen. Also was mir immer am Herzen liegt, schien auch auf, nämlich die Frage, erstmal auch bestehende Ideologie zu kritisieren und zu hinterfragen und zu sagen, das kann so nicht aufgenommen werden. Also die Vorstellungen von Greenwashing, von grüner Ökonomie und grünem Kapitalismus und die Ideen, die alle rumgeistern, so als könnte man die Krisenhaftigkeit technologisch lösen. Das wird nicht funktionieren. Viele Beispiele genannt worden. Es braucht ein neues Denken in dem Kontext. Das betrifft auch die Frage natürlich der Migration, ohne Frage. Auch da ist das Großteil auch jetzt auch Ideologie, was wir sehen, wie sie instrumentalisiert wird, um Machtinteressen voranzutreiben und mit welchen Gefahren das verbunden ist. Also ich würde diesen Aspekt, auch wenn es ein alter Aspekt der Ideologiekritik und heute nicht mehr so im Vordergrund steht, nach wie vor als eine Aufgabe sehen, für uns alle darauf zu achten, dass diese Art von falschem Bewusstsein zurückgedrängt wird. Wir haben, glaube ich, gemeinsam festgestellt, dass Befreiung und Veränderung dann von unten kommen wird. Das ist richtig, das ist deutlich, es speist sich aus den Alltagserfahrungen von Menschen, die irgendwo kapieren, dass etwas nicht funktioniert, nicht stimmt und eine andere Idee von Leben haben, von Zusammenleben haben und dann an der Stelle auch Kämpfe organisieren und Widerstand leisten. Das halte ich für extrem wichtig. Das ist etwas, was zum Beispiel bei Medico immer auch der Ausgangspunkt gewesen ist. Wir haben immer gesagt, in all den Jahrzehnten, Befreiung kommt von unten. Wo soll sie denn sonst herkommen? Das ist etwas, was notwendig ist und als solches gesehen wird. Das heißt aber nicht, dass nur diejenigen, die jetzt wirklich von Krise betroffen sind, handeln, sondern die anderen können es natürlich genauso gut machen. Für mich ist ein wichtiges Beispiel die Kampagne, die dann zur Freigabe von AIDS-Präparaten gegeben hat. Die ist ausgegangen von den Betroffenen in Afrika, die wesentlich deutlich gemacht haben, auch wir brauchen den Zugang zu den Impfstoffen. Aber sie war am Ende erfolgreich, weil die Studierenden in den USA sich auf die Seite der Afrikanerinnen und Afrikaner geschlagen haben und deutlich gemacht haben, hier muss etwas sich ändern. Die waren jetzt nicht in erster Linie betroffen, aber sie waren dann eben in der Solidarität mit Menschen, die konkret betroffen waren, dann auch dabei. Und das bedeutet letztendlich nichts anderes, als dass wir nach wie vor die Aufgabe haben, so etwas wie eine Gegenöffentlichkeit aufzubauen. Etwas, was wir vielleicht früher als Gegenmacht bezeichnet haben, etwas, was notwendig ist, um den Veränderungsdruck auch den notwendigen Nachhaltigkeit zu geben. Und diese Gegenmacht, die speist sich dann auch aus der Frage von Gegenexpertise. Also wir müssen uns ja immer auseinandersetzen mit dem, was uns vorgemacht wird, was angeblich nicht veränderbar ist, alternativlos ist und so weiter.
Also diese Kategorie der Gegenexpertise würde ich gerne auch nochmal stark deutlich machen. Sie taucht heute immer auf und auch in den Vorschlägen und den Ideen, die wir machen und eben auch in der Frage, wie eine andere Globalität aussehen könnte. Uli sprach von einer anderen, neu gefassten Weltwirtschaftsordnung. Da sind ja Wissenschaftlerinnen dran, die sich versuchen, Gedanken zu machen auf so einer Makroebene, wie das anders aussehen könnte. Das ist eine Ergänzung zu dem, was als Druck von unten kommt. Das muss sich an der Stelle ergänzen und kann dann eben auch genutzt werden von Bewegungen, um zu sagen, hier ist etwas, was an Gegenexpertise da ist. Und das können auch Organisationen wie Medico zum Beispiel dann mitbefördern. Das von unten heißt auch, dass wir, das ist wieder die Aufgabe von Organisationen wie Medico und anderen und uns allen, die wir hier im Raum sind, dass wir dafür Sorge tragen müssen, dass es Räume gibt, in denen auch diese Erfahrungen sich dann artikulieren können und wo man miteinander ins Gespräch kommt und auch dann eben diese Öffentlichkeiten herstellt, die gebraucht sind, gebraucht werden für den politischen Prozess. Das ist, glaube ich, jetzt auch Hannah Arendt, aber das ist etwas, was wir miteinander immer erfahren haben, dass es diese Räume braucht, um etwas voranzutreiben. Wenn ich zum Beispiel in Frankfurt, also hier, das ist ein Raum, der ist wichtig, wir machen so eine Veranstaltung, das hat eine Bedeutung, aber es gibt zum Beispiel das offene Haus der Kulturen, das alte Studierendenhaus, wo jetzt schon die ganzen Gruppierungen, die alle betroffen sind, die migrantischen Communities, die Klimaaktivisten sich treffen und miteinander ins Gespräch kommen. Das sind Räume, die etwas ermöglichen können an dem, was wir gerade diskutiert haben, etwas zusammenzuführen. Und wenn solche Räume dann ermöglicht werden durch das gemeinsame Handeln, dann ist das eine Voraussetzung dafür, dass wir vielleicht aus dem ganzen Mist etwas machen können, was herausführt. Ich habe gesagt, man braucht Prinzipien. Natürlich tauchen da die Menschenrechte als eine Idee auf. Die Menschenrechte sind etwas, was wir alle vor uns hertragen und ich bin davon überzeugt, dass es auch ein guter Ausgangspunkt ist. Aber wir alle wissen, dass die Menschenrechte ja aus einem bestimmten historischen Kontext entwickelt worden sind und nicht unbedingt jetzt auch von Menschen im Süden so getragen werden, wie wir das aus dem europäischen Blickwinkel tun. Da ist etwas Eurozentristisches drin. Wenn man schaut, dass das Subjekt im Vordergrund steht, dass das Privateigentum so weit gedacht wird, dass sogar die Akkumulation von Kapital damit gerechtfertigt kann. Das ist ja durchaus in anderen Gesellschaften anders gesehen. Es gibt andere Ideen von Privateigentum. Es schien jetzt gerade so ein bisschen auf bei Eva, die Frage des Eigentums und dann bei der Daseinsvorsorge, das nochmal anders und neu zu denken. Wir müssen die Menschenrechte als eine Utopie begreifen, die aber nicht unbedingt in die ferne Zukunft verteilt werden müssen. Also der Reichtum in der Welt, das Wissen um die Zusammenhänge des Lebens sind inzwischen so breit und so groß, dass es längst möglich ist, wäre ein würdiges Leben für alle Menschen zu ermöglichen, egal wo sie leben, ob hier wie dort. Wenn das nicht der Fall ist, dann deshalb, weil zwar die Welt in Geld schwimmt, wie ich immer sage, aber es dort ist, wo es nicht gebraucht wird. Also hier sitzen dann die Formen von, die wir heute Morgen auch schon angesprochen hatten, von Besteuerung von Vermögen, von höheren Einkommen, von Grundrente und Grunderbe und all diese Sachen ein, die als Ideen funktionieren können, um hier für einen sozialen Ausgleich zu sorgen. Das heißt also, die Menschenrechte müssen in den politischen Prozess eingebunden werden und letztendlich bedarf es dazu sowas wie die Schaffung der Voraussetzung, dass sie auch erfüllt werden können. Und da fand ich jetzt diese Figur von für Gesellschaft und Daseinsvorsorge, was ihr gerade zuletzt diskutiert habt, eigentlich den entscheidenden Zugang. Und das hat mich erinnert an das, was wir bei Medico immer soziale Infrastruktur genannt hatten. Also eine ganz andere, nicht die Infrastruktur, die den Kapitaltransfer ermöglicht und also die Warenproduktion, sondern das Leben und das Zusammenleben. Also ein Ensemble von Gemeingütern, die allen jenseits von Kaufkraft zugänglich sind. Bildung, Gesundheit, Wohnen, Energie, Nahverkehr und so weiter. Alles Dinge, die wir damals als und vielleicht heute immer noch als soziale Infrastruktur genannt haben. Und das ist eine konkrete Fantasie. Das ist ein utopischer Punkt, den man an der Stelle deutlich machen kann, sagen, das ist etwas, was wir brauchen. Wir brauchen es
im eigenen Land, wir brauchen es vor allem global. Ja, es muss auch Form geben, wie man den sozialen Austausch, der darüber organisiert wird, auch dann global organisiert. Und es gibt diese Ideen, es gibt Möglichkeiten, wie man sowas macht. Es ist nur umsetzbar durch Druck, durch Widerstand, durch Öffentlichkeit. Und es wird nie von oben einfach gewährt werden. Und wenn es das von oben gewährt wird, dann im Sinne der Verwaltungsmacht, nämlich zur besseren Steuerung von gesellschaftlichen Prozessen und von Herrschaftsabsicherung. Das ist die Doppelfunktion von Hilfe und von Dingen, die wir bei Medico auch immer diskutiert haben und heute auch immer wieder mitschreiben. Also, ich will jetzt es kurz machen an der Stelle und vielleicht nochmal kurz auf die Idee der Translokalität, wo jetzt sehr viel Profundes gesagt worden ist. Und vielleicht ist es nicht so ganz wichtig, das zu trennen, ob es international oder transnational oder translokal ist. Die Nuancen sind schon, glaube ich, von Bedeutung in dem Sinne, weil wir ja in dem Moment das Lokale etwas stärker gewichten. Also die konkreten Erfahrungen von Menschen und gleichzeitig nach Räumen schauen, nach Möglichkeiten schauen, wie man die in dem globalen Kontext, in den Formen von Interdependenzen und gemeinsamen Aktionen, da hast du völlig recht, von Akteuren miteinander denken können. Das, glaube ich, ist der Unterschied zum Transnationalen. Das ist eher das, was die Unternehmen machen, dass sie sich in dem Kontext dann auf eine andere Weise organisieren. Wir haben gesagt, es gibt viele Abwehrkämpfe und das ist so schwer in diesen Tagen, jetzt in diesen Zeiten nach Vorwärtskämpfen zu schauen. Ja, und das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Und da ist auch eine große Kritik an uns allen, an der kritischen Linken in Deutschland zu machen, dass wir es bislang meines Erachtens verabsäumt haben, uns eine Idee zu entwickeln, wie diese verschiedenen einzelnen Abwehrkämpfe zusammengeführt werden können zu einem Ganzen, was dann auch ein Vorwärtskampf bedeuten könnte. Also etwas, was in dem Sinne jetzt die soziale Frage mit der ökologischen in Verbindung bringt und im Kontext der Intersektionalität die drei Ebenen, von denen ich absolut überzeugt bin, dass man sie parallel denken muss, miteinander diskutiert, also Kritik am Kapitalismus, am Antifeminismus und am Rassismus. Das sind die Ebenen, die nicht gegeneinander stehen, sondern aber nebeneinander gedacht werden müssen. In diesem Kontext ist es notwendig, voranzukommen und sich nicht gegenseitig vorzuwerfen, dass man vielleicht das eine nicht so richtig priorisiert hat wie das andere. Am Ende kommt dann vielleicht etwas raus, und das war jetzt ein bisschen kurz geraten mit der Frage der Solidarität und die Frage der Sicherheit kann man jetzt englisch gesprochen als Security bezeichnen, also das, was eingesetzt wird, um Gesellschaften in Schach zu halten und seinen Besitz zu verteidigen. Und man kann es aber auch im Sinne von Protection, also Sicherung, soziale Sicherung, Geborgenheit diskutieren. Und ich glaube, das ist das Utopische, was wir an der Stelle vielleicht sehen könnten. Also wie es gelingt, aus den Freiheitsbedürfnissen, den Freiheitsinteressen von Menschen, die sind ja völlig richtig und legitim, auch wenn wir den Freiheitsbegriff, wie Eva richtig deutlich gemacht hat, an der Stelle neu fassen müssen, wie man diese Freiheitsinteressen und Rechte in Einklang bringt mit den Bedürfnissen nach sozialer Sicherung. Nach dem, was in der Französischen Revolution unter dem Begriff der Fraternité gedacht war, was natürlich ein sehr schwieriger, komplizierter Begriff ist heutzutage, aber den man an der Stelle vielleicht mit Solidarität oder mit Gesellschaftlichkeit oder mit einer solidarischen fasten Gesellschaftlichkeit übersetzen kann. Und dann ist für mich Solidarität eben nicht nur der Weg, um etwas zu erreichen, sondern auch ein bisschen das Ziel, das man hat, um sowas wie solidarische Gesellschaftsstrukturen zu haben, die den Ausgleich ermöglichen, die dafür garantieren, dass es sowas wie eine vergesellschaftete Daseinsfürsorge gibt und alle die gleichen Rechte genießen und auch in die zukünftigen Generationen gedacht ist. Das wäre so das Minimum eines Programmes, an dem zu arbeiten sein werde. Und damit möchte ich jetzt auch dann schließen. Ja, ganz vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.